Verräter, ja. Ein Verräter hat den Untoten Horn den Weg durch einen der Geheimgänge unter der Festung Brauchschandtal gewiesen. Der Angriff konnte abgewehrt werden, aber der Verräter finde ich noch immer unter den Ordensleuten. Montenthal auf der Suche nach Hinweisen, irgendwo dort draußen gibt es vielleicht ein Indiz, wer der Verräter gewesen ist oder ob er sich noch in der Burg befindet. Hier ist übrigens der Aonir-Stein, also der Gottstein. So, mal gucken, was haben wir hier? Oh, Zwergenzeug. Und noch mehr Zwergenzeug. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um Baupläne. Zwerge. Verteidiger. Also die besonders starken. Gut, was haben wir hier? Eine Mondsilberhalle. Schweinezucht und Nahrungslager. Okay. Große Waffenkammer und Mondsilbermine. Achso, Mondsilberhalle ist Dingsgebäude, ja. Also machen wir es so. Kleines und mittleres Haupthaus ist okay. Oh, die Mondsilbermine. So. Große Waffenkammer braucht ein mittleres Haupthaus. Ja. Nahrung sollte jetzt gerade kein Problem mehr sein. Gibt es Arbeit? Kinderspiel. Ist die Frage, wollen wir Verteidiger haben? Spuckt in die Hände, Männer! Oder wollen wir Dingsies haben? Hüterinnen. Ich glaube fast, wenn wir auf Nahkampf gehen wollen, sind die Zwerge die bessere Wahl. Also wenn wir unsere Truppen noch mit Nahkämpfern verstärken wollen. Das Gebäude ist fertig. Ihr wünscht. Wird gemacht. Ich höre. So, gleich mal das mittlere Haupthaus auch noch bauen. Fresh ans Werk. Was wollt Und ihr? Los. Ah, das ist eine Mondsilberhalle. Ich brauche eine Mondsilbermine, die zu groß ist, um sie dort zu platzieren. Ja. Entschuldigung, wir müssen mal Ihr kurz wünscht? da weichen. Eine meiner leichtesten Übungen. Was wollt ihr? Das Gebäude ist fertig.
Jawohl. Okay, Kinderspiel. Ich kann hier nichts bauen, weil ich hier nichts sehe. So, ein Nahrungslager. Und dort Schweinezüchter drumherum. Also natürlich erst, nachdem wir alles andere Wichtige aufgebaut haben. Lasst uns Einigkeit. So, das sieht so aus, als bräuchten wir mehr Steine. Also sollten wir noch etwas Steine im Petto holen. Das Gebäude ist fertig. Kinderspiel. So, eine Mondsilberhalle und eine große Waffenkammer fehlt. Große Waffenkammer! Ja. Ich sage euch ja, manche Gebäude der Zwerge sind echt putzig. Klein. Da wäre auch noch ein bisschen Stein. Wäre irgendwo hier noch Mondsilber? Denke mal nicht. Was wollt ihr? Jawohl. Da wäre aber noch Eis. Kinderspiel. Gibt es Arbeit? Spuckt in die Hände, Männer! So. Jetzt haben wir hier verdammt viele Monumente. Ihr wünscht? Das Gebäude ist fertig. So, die Mondsilberhalle ist auch nicht gerade viel größer. Eine meiner leichtesten Übungen. Was wollt ihr? So, und mit dem kann ich dann Verteidiger ausbilden. Genug Ressourcen für 10 Stück hätten wir schon mal. Was steht an?
Also ja, ich habe jetzt nur Gebäude, um wirklich ein paar Truppen auszubilden. Keine richtige Zwergenstadt zu bauen, leider. Also gerade was die Das Gebäude Wirtschaft, ist Industrie fertig. angeht. Verteidiger kann Kriegshammer auf Feinde werfen. Verteidiger sind die da, also sollten wir die Forschung auch machen. So, und anfangen hier und hier ordentlich Verteidiger auszubilden. Ihr wünscht. Lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Spuckt in die Hände, Männer! Gibt es Arbeit? Ich höre eine meiner leichtesten Übungen. So, und währenddessen reden wir mit Wie bei Phileas. allen Schlünden des Bargagoa kommt ihr hierher? Ich bin durch den Westen vorgedrungen. Der Orden schickt mich. Die Rune zieht für den Orden? Nun denn, seid willkommen. Ich bin Urias, Kommandant dieser Feste. Ich fürchte, eure Feste kann sich nicht mehr lange halten, Kommandant. Ich weiß, ihr Strom will nicht abreißen. Für jeden, den wir erschlagen, erscheinen drei neue. Es ist wie ein endloser grauer Ozean, der gegen unsere Mauern wogt. Die Männer sind schwach. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch ich bitte euch, erzählt meinen Leuten nichts von der Ausweglosigkeit unserer Lage. Ich suche Hokan Aschir. Die Flammen des Bargagor mögen ihn rösten. Es sind seine Horden, die uns überrennen. Aber Marcia sagte, er sei tot. Ei, das ist er. Sein eigener Zauber hat ihn erledigt. Aber der mächtigste Nekromant dieses Zeitalters stirbt nicht einfach so. Sein Geist weilt noch immer unter uns. Selbst von jenseits des Todes befehligt er seine Kreaturen. Er sucht etwas. Etwas, das aus seinem Palast gestohlen wurde und das für ihn von unermesslichem Wert ist. Die Maske des Belial. Sie ist Schlüssel zu seiner Macht und sein Schutz vor der Rache der von ihm gepeinigten Seelen. Um diesen Gegenstand zu finden, hat er Korsha, den Knochenmalmer, ausgesandt, einen seiner mächtigsten Diener. Er befehligt die Heerscharen jenseits dieser Mauern. Deshalb greifen die Untoten an? Sie suchen die Maske? Ja, die Maske ist der Grund für dieses Gemetzel. Ich werde mit Hokan verhandeln. Seid ihr von Sinnen? Hokan ist der Einzige, der uns helfen kann. Eine andere, größere Bedrohung zieht am Horizont herauf, Urias. Ich muss mit Hokan sprechen. Nun, dazu müsst ihr weiter nach Osten vorstoßen, nach Whisper, in die Stadt der Untoten. Aber selbst wenn euch das gelingt, Hokan wird niemals mit euch verhandeln. Er war ein Zirkelmagier. Alles, was ihr ernten werdet, ist Spott und einen grausamen Tod. Es sei denn... Es sei denn, was? Es sei denn, ihr bringt ihm die Maske des Belial. Für sie würde euch jedes Geheimnis verraten. Ja. Sprecht mit Urias im Grauschattental über die Maske. Oh. Ich speichere hier sicherheitshalber. Grüße, Freund. Wie gelange ich nach Whisper? Die Stadt liegt weit im Osten, jenseits der klagenden Steine. Und dazwischen liegt Korshas Armee. Ein Heer von Untoten. So viele haben selbst die Götter noch nicht gesehen. Oh, Cutscene. Euch erwartet ein Blutbad, das kann ich euch versprechen. Alleine für den Ausbruch aus dieser Festung benötigt ihr eine schlagkräftige Streitmacht. Und um die Armee der Untoten zu besiegen, müsst ihr Ziha, ihren Anführer, hier im Grauschattental schlagen.
Die Untoten benutzen das alte Höhlensystem unterhalb des Schlangenpasses, dem einzigen Weg nach Osten. Wenn ihr also durchbrechen wollt, dann müsst ihr zuerst die 4 Eingänge zum Höhlensystem sichern und halten. Andernfalls werdet ihr auf eurem Weg so viele Untote antreffen, dass selbst alle Armeen der Reiche zusammen sie nicht besiegen könnten. Besetzt die Höhleneingänge. Das ist der Schlüssel zum Sieg.